Wunderschönen guten Abend zusammen zum Webinar Eigene Indikatoren entwickeln für den MetaTrader 5. Das Ganze zusammen mit Manuel Lücke von Top Trading Software und natürlich auch vom Forex Screener. Da ist der Manuel ja auch federführend. Mein Name ist Florian Scharschmidt und ich darf Sie ganz herzlich im Namen von FX Flat um 18 Uhr hier begrüßen. Ich bin total gespannt, wieder, was der Manuel zu erzählen hat, weil wir haben wirklich schon in den letzten, ja, ich kann schon sagen, Jahren immer wieder Anfragen gekriegt, ja, wie mache ich denn hier einen eigenen Indikator? Ich möchte das gerne umsetzen und sowas. Und genau da trifft der Manuel heute rein, ja, und zeigt uns mal so ein bisschen, gibt uns mal einen Eindruck davon, wie sowas richtig funktioniert. Deshalb, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich hoffe, Sie natürlich auch. Und von daher machen wir den obligatorischen Risikohinweis, denn Sie kennen es alle, egal ob es ein Live-Trading ist oder ein Webinar für Indikatoren, ja, bitte das Ganze nur zu Schulungszwecken verstehen, ja, keine Handelsempfehlung, Anlageberatung oder dergleichen. Ja, Sie müssen am Ende immer Ihre eigenen Entscheidungen treffen, ganz gleich, was der Manuel vielleicht zu Testzwecken einmal handeln sollte oder so oder analysiert mit irgendeinem Indikator. Das ist ganz wichtig, vorweg immer zu sagen. Gut, dann würde ich sagen, genug von mir. Ich gebe dir einmal die Übertragungsrechte, Manuel. Und dann kannst du loslegen, wenn was sein sollte. Ich bin ja da. Das sieht Perfekt. schon mal gut aus. PowerPoint ist auf. Alles klar. Dann können wir die Präsentation mal noch starten. So viel Folien haben wir heute nicht. Denn heute gehen wir mehr in die Programmierung rein. Vielen Dank erstmal für die schöne Einleitung. Von mir natürlich auch nochmal ein herzliches Hallo an diesen schönen Abend. Mein Name ist Manuel Lücke und ja, wie der Florian schon gesagt hat, heute geht es um die Entwicklung von eigenen Indikatoren für den MetaTrader 5. Ja, ich wurde schon des Öfteren mal angefragt, ob ich nicht Entwicklungscontent mal ein bisschen präsentieren kann. Das ist im MetaTrader beziehungsweise in der MQL-Sprache, also die Sprache für den MetaTrader, sehr kompliziert. Ich kann mich noch daran erinnern, als ich meinen Einstieg gemacht habe in diese Sprache, es war ein Krampf gewesen, weil die Referenzen online, da gibt es nicht so einen hübschen Guide, sondern man muss sich da ganz schön durchkämpfen. Und ich hätte mir damals auch gewünscht, dass man da ein bisschen mehr an die Hand genommen wird und das Ganze gezeigt bekommt. Also dachte ich mir, das mache ich mal zum Thema und ich werde Ihnen heute eine schöne Einführung geben, womit Sie dann hoffentlich natürlich eigene Indikatoren entwickeln können. Natürlich erstmal Basic, also wir haben heute nur eine Stunde Zeit und da kann man jetzt nicht den komplexesten Indikator entwickeln, beziehungsweise das Wissen dafür vermitteln, aber Basic-Indikatoren sollten Sie nach dem heutigen Webinar schon entwickeln können. Da haben Sie natürlich auch bessere Karten, wenn Sie schon so ein bisschen die Programmierung kennen und Sie werden es heute vielleicht ein bisschen schwerer haben, wenn Sie kompletter Neueinsteiger sind, aber auch dann können Sie natürlich gerne jederzeit Fragen stellen, damit Sie auch ja, den Anschluss nicht verlieren. Bevor es losgeht, noch eine kurze Vorstellung meinerseits. Mein Name ist Manuel Lücke. Ich bin jetzt schon seit über 10 Jahren in dem Feld Börse und Informatik und ja, habe damals angefangen als Informatiker in einer Vermögensverwaltung zu arbeiten. Nebenher habe ich studiert und war von dem Zauber der Börse komplett eingenommen. Habe gesehen, habe live mitbekommen, wie man Systeme entwickelt, wie man Systeme in Betrieb nimmt und backtestet und solche Systeme auch mehrere Millionen Euro verdienen können. Damals in einer sehr guten Phase. Und ja, seitdem bin ich mein Leben lang in dem Thema natürlich drinne geblieben. Damals kam ich ursprünglich auch aus der Java-Entwicklung, womit man eher so native Handelssysteme entwickeln kann. Und das Ganze ist ein bisschen aufwendiger, als wenn man sich so einer Plattform wie dem MetaTrader bedienen kann. Oder was ich damals auch als Plattform mitgenommen habe, war der NinjaTrader, von dem ich ursprünglich gekommen bin. Da hat man einfach den Vorteil, dass viel Entwicklungsarbeit von der Plattform schon weggenommen ist und man ja selber nicht mehr so viel machen muss, sondern sich größtenteils um die Logik kümmern kann. Und das werden wir uns heute natürlich auch anschauen. Ja, darauf aufbauend habe ich gerade auch zwei aktive Projekte.
wo Sie gerne vorbeischauen können. Das eine ist der Forex Screener. Das ist ein Online-Screening-Tool, das durchforstet oder scannt den kompletten Markt mit allen Handelsinstrumenten, die XFLAT so zu bieten hat im MetaTrader. Da haben wir verschiedene Patterns, nach denen Sie den Markt scannen können, also Chartformation, doppeltes Top, doppelter Boden, Hammerformation oder auch SKS-Formation mittlerweile. Und darüber hinaus noch viel, viel mehr Filter. Können Sie gerne vorbeischauen, ist kostenlos für alle FX-Flat-Kunden. Und das zweite Projekt ist die Top-Trading-Software. Da geht es darum, dass wir individuelle Trading-Software entwickeln. Also, wenn Sie Ideen haben für ein Handelssystem, was Sie sich gerne umsetzen lassen wollen, dann können Sie uns anfragen. Darüber hinaus entwickeln wir auch Copy-Trading-Software, Monitoring-Software oder wenn Sie irgendwelche Ideen haben, womit Sie sich das Trading vereinfachen können, Sachen, die man automatisieren kann, können Sie uns gerne anfragen und dann greifen wir Ihnen natürlich unter die Arme. So, genug der Vorstellung. Ich würde sagen, wir steigen jetzt ein direkt in das Thema und wir gucken uns mal den ATR-Indikator zuerst an, da es bevor man einen Indikator entwickelt oder generell entwickelt, sollte immer glasklar sein, was man denn überhaupt entwickeln möchte. Also die Logik sollte man schon mal im Kopf haben und Sie können ja mal in die Kommentare hineinschreiben, wenn Sie wissen, wie der ATR-Indikator sich berechnen lässt, also welche Logik dort dahinter steckt. Denn viele Anwender ziehen sich einfach den Indikator in den Chart und sind zufrieden, wenn das Ganze gut aussieht. Das nehme ich auch gar keinem übel. Aber es gibt natürlich immer ein paar Pluspunkte, wenn man die Sachen auch hinterfragt und wenn man weiß, welche Daten man sich dort visualisieren lässt. So. Und ja, bei dem ATR-Indikator ist es eben so, wir haben eine Anzahl von Perioden, die wir an den ATR-Indikator übergeben können. Also jedes Mal, wenn wir den starten, dann werden wir in einem Fenster vorab noch gefragt, ja, wie viele Perioden sollen wir für die Berechnung nehmen? Und dann geben wir ein, ja, 14 ist so der Standardwert. Man kann eben auch, wenn man auf kürzerer Zeit unterwegs ist, eine kleinere Anzahl von Perioden eingeben und dann berechnet der ATR-Indikator die Werte. Was berechnet der eigentlich? Der ATR-Indikator berechnet die Schwankungsbreite von den Kerzen, und zwar die durchschnittliche. Also ausgesprochen heißt der Indikator Average True Range Indikator, also Average durchschnittlich, True Range durchschnittlicher, ja, Candle, also Schwankungsbreite könnte man so sagen. Jetzt haben wir hier diese Box einmal eingezeichnet und betrachten diesen Zeitraum von den Kerzen. Und was jetzt unter der Haube passiert bei diesem Indikator, nehmen wir mal speziell diese Stelle, dieser Wert, da ist jetzt die Frage, wie kommt dieser Wert jetzt zustande? Also welche Formel steckt denn dahinter? Und was der ATR-Indikator jetzt tut, das ist, er nimmt sich von den Kerzen, von allen, die er betrachtet, nimmt er sich das High, nimmt sich das Low, rechnet quasi das High minus dem Low, und packt es dann auf eine Summe rauf, macht das quasi für alle Kerzen, also er nimmt die Summe aus allen Kerzen von dem High und dem Low, addiert es alles zusammen und dividiert das dann durch die Anzahl der Perioden, also berechnet dann den Durchschnitt aus. So, ne? Durchschnittliche Schwankungen zwischen High und Low ist dann genau dieser Wert und ich würde sagen, das nehmen wir einfach mal als Beispiel für eine Eigenentwicklung, denn wenn man anfängt mit einem neuen Indikator bzw. mit der Entwicklung, dann kann es ein großer Vorteil sein, wenn man erstmal versucht, Sachen nachzubauen, um da erstmal ein gutes Gefühl dazu bekommen und dann können wir eben darauf aufbauen und auch noch unsere eigenen Indikatoren entwickeln. Bei dem ATR-Indikator ist es auch witzig zu wissen, viele wissen es gar nicht, dass er auch Bestandteil von dem Supertrend ist. Also damit der Supertrend-Indikator berechnet werden kann, brauchen wir den ATR. Ich kann es ja vielleicht mal kurz
einmal zeigen, wie das Ganze gemeint ist, bevor wir jetzt gleich den Indikator entwickeln werden. Und zwar, ja, der Supertrend, das kennen Sie wahrscheinlich, zeigt hier immer an, in welcher Trendphase wir uns befinden. Grün steht für Aufwärtstrend und der Aufwärtstrend ist so lange, bis eine Kerze unseren Wert hier durchbrochen hat per Schlusskurs. Und danach sind wir quasi in dem Abwärtstrend und er berechnet ja einen neuen Wert, eine Grenze, die dann wieder durchbrochen werden muss, die sich auch verschiebt. Und der initiale Wert, der wird quasi auch mit dem ATR-Indikator berechnet. Also an der Stelle liest der Supertrend den ATR aus und setzt hier noch einen Multiplier rauf, also ein bisschen Offset, und dann setzt er hier diesen Wert. Also was ich damit sagen will, im Endeffekt, man kann Indikatoren miteinander verknüpfen und es ist immer gut zu wissen, wie sie unter der Haube ja funktionieren. So, einfach fürs Verständnis. Okay, dann wollen wir anfangen mit der Entwicklung. Und ja, damit wir entwickeln können, brauchen wir natürlich erstmal eine Entwicklungsumgebung, die ist im MetaTrader standardmäßig schon vorhanden. Die finden Sie oben im Fenster IDE. So sieht das Symbol quasi aus. Ist das Ganze gekennzeichnet. Wenn Sie da einmal raufklicken, dann öffnet sich ein neues Fenster, der Meta-Editor. Das ist der Editor, womit wir Indikatoren, Expert Advisor oder auch Skripte programmieren können. Und zwar müssen wir einfach oben links in dem Meta-Editor müssen wir auf Neues Dokument erstellen klicken und dann öffnet sich so ein Wizard, wo erstmal gefragt wird, was wollen wir denn entwickeln? Wir haben ja, wie gesagt, schon diese Auswahl an Expert Advisor, Skripten und natürlich auch Indikatoren. Es gibt auch Bibliotheken, Include-Dateien, das ist ja ein bisschen für Fortgeschrittene, wenn es dann auch um die Struktur unserer Programme geht. Das sollte wenn man Anfänger ist, noch nicht so eine hohe Priorität haben, denn uns geht es erstmal nur ums Verständnis. Also, wir suchen uns den benutzerdefinierten Indikator aus und gehen hier einmal auf Weiter in den Wizard. Jetzt werden wir ein paar Sachen gefragt, und zwar, wie soll das Ganze dann heißen und wollen wir das auch speichern? Jetzt können wir einen Pfad zum Beispiel angeben, Custom. Na, der Backslash ist immer blöd auf dem Mac. Und dann nenne ich das Ganze mal ATR. Ja, ich nenne das Ganze mal Top ATR. So, dann werden wir gefragt, wer der Autor von dem Programm ist, der es jetzt entwickelt. Ist denn, wenn man das Ganze mit in einem Team vielleicht entwickelt oder wenn man das Ganze mal weitergibt, natürlich interessant zu wissen, damit man denjenigen eventuell kontaktieren kann oder zumindest den Namen dazu hat, plus die Verlinkung zu der Webseite. Besonders wenn Sie sich jetzt irgendwie einen Indikator mal kaufen, damit Sie halt wissen, ah, woher stammt der denn eigentlich? Dann haben wir Parameter, die wir jetzt festlegen können. Und ja, wer den ATR-Indikator kennt, beziehungsweise ich habe es ja am Anfang schon mal erklärt gehabt, in unserem Beispiel hätten wir jetzt den Parameter Candles, also Periods, die Anzahl der Perioden, worauf der Indikator gucken soll. Also für wie viele Kerzen soll er denn jetzt diese durchschnittliche Schwankungsbreite berechnen? Und das machen wir, indem wir auf Hinzufügen klicken. Wir brauchen jetzt nämlich genau diese Variable, Period bzw. Periods. Und der Datentyp ist int. Int steht für Ganzzahl. Also wer jetzt schon mal programmiert hat, der wird es wahrscheinlich wissen. Das würde ich einfach mal so festlegen und dann kann man auch sagen, der Anfangswert, der in unserem Falle jetzt eine 14 wäre, den können wir jetzt hier festlegen. Also ist quasi der Default-Wert. Das können wir dann später aber auch noch ändern. Beziehungsweise können wir auch jedes Mal, wenn der Indikator aufgerufen wird, können wir das dann festlegen. So, dann können wir auch weiterklicken. Im nächsten Fenster noch eine kleine Konfiguration. Hier werden wir gefragt,
auf welcher Basis denn unser Indikator reagieren soll. Also es kann ja, es gibt Indikatoren, die reagieren, sobald der Chart einmal getickt hat. Dann suchen Sie sich die erste Option am besten aus. Dort wird auch gesagt, was wir für Informationen zur Verfügung stellen. Also wir brauchen Open, High, Low, Close Kurse für die Berechnung. Und ja, alles Weitere dazu würde ich später erstmal erklären. Unten haben wir noch eine Auswahl on Timer und on Chart Event. Das heißt so viel wie, wenn wir zeitbasiert beispielsweise eine Aktion triggern wollen oder eine Berechnung machen wollen, könnten wir on Timer auswählen. Und on Chart Event ist so viel wie, wenn eine Aktion im Chart passiert ist. Also wenn beispielsweise wir eine Linie eingezeichnet haben, oder einen Pfeil eingezeichnet haben oder reingeklickt haben. Dann soll der Indikator irgendwie reagieren und eine Aktion bringen. Wir halten es heute simpel. Wir wollen jedes Mal, wenn der Kurs tickt, dann wollen wir unseren Indikator anstupsen, eine Berechnung zu machen. Und das reicht uns. So, das letzte Fenster in dem Wizard, da bekommen wir nochmal zwei Fragen gestellt, zwei wichtige, und zwar Indikator in separaten Fenster. Also da geht es jetzt schon um die Anzeige von dem Indikator. Wollen wir das Ganze dort anzeigen lassen, wo auch die Candles sind? Dann müssen wir das Ganze nicht anhaken. Oder wollen wir, wie jetzt in unserem Falle, ein separates Fenster haben, also dass der ATR-Indikator separat eben unter den Candles angezeigt wird? Dann klicken wir das einmal an und dann ist die allerletzte Angabe, die wir machen müssen, der Graph, ja im Endeffekt diese Linie, die dann gezeichnet wird, wie soll die heißen, wie soll die aussehen? So, da können wir jetzt Pop ATR angeben, weil das ja unser Indikatorname ist. Man könnte sich jetzt hier aussuchen, wie das Ganze dargestellt werden soll. Also in unserem Fall ist es eine Linie. Und hier hätte man jetzt noch viel mehr Auswahlmöglichkeiten zwischen ja, Histogrammen. Also Sie können es ja alles mal durchlesen, aber Linie ist hier eben so das Gängigste für die meisten Indikatoren. Und dann haben wir noch die Farbe, wie das Ganze aussehen soll. Die können wir auch einfach auf Rot lassen. Das spielt jetzt keine große Rolle fürs Verständnis. So, jetzt haben wir uns durchgeklickt und man kann jetzt sehen, wir haben ein neues Fenster geöffnet in unserem Editor. Oben sieht man Top ATR, der Name von unserem Indikator, .mq5, heißt quasi, ist unsere Quellcode-Datei. Sobald das Ganze kompiliert ist, also zu Maschinencode umgewandelt wird, erhält man eine .ex5-Datei und die ist dann eben nur ausführbar und nicht mehr vom Code her editierbar. Jetzt haben wir hier erstmal schon viel Code generiert. Das sieht vielleicht noch ein bisschen unübersichtlich aus auf den ersten Blick. Einfach viele Zeilen, man weiß gar nicht, was das alles so richtig heißt. Und ich kann Ihnen schon mal im Vorab sagen, unser Hauptfokus, der wird quasi in diesem Block hier liegen. Also onCalculate, das ist quasi die Methode, die jedes Mal aufgerufen wird, wenn ein Tick im Chart geschieht oder wenn der Kurs tickt. Das würde ich gleich noch erklären. Also ich würde erstmal das Drumherum erklären. Das ist jetzt ein bisschen zweitrangig, aber trotzdem natürlich für unser Verständnis, wenn wir Indikatoren wissen, entwickeln können, wollen, dann müssen wir das auch verstehen. Also die ersten beiden Zeilen, das sind hier sogenannte Properties. Das haben wir in dem Wizard gerade festgelegt, ne? Wer hat diese Datei erzeugt? Referenz zur Webseite. Dann gibt es hier Versionierung. Das hat alles nichts mit der Logik zu tun, sondern es sind so Eigenschaften von dem Indikator, die man halt sieht, wenn man den ganzen, wenn man den Indikator anwendet. Was jetzt so ein bisschen wichtiger schon mal ist, sind diese Eigenschaften. Und zwar kann man hier ja jetzt festlegen, also ob der Indikator in einem separaten Fenster angezeigt werden soll, was wir gerade in dem Wizard auch schon mal festgelegt haben, oder ob er eben woanders angezeigt werden soll, also auch innerhalb der Candles, wie jetzt so ein SMA beispielsweise. Das könnte man hier jetzt noch ändern und alles kein Problem. Jetzt kommt
jetzt kommen die sogenannten Buffer. Also das sind quasi Variablen, wo wir unsere Daten drinnen speichern. Also wir führen ja unsere Berechnungen durch, um jetzt die Schwankungsbreite zu berechnen. Und dann müssen wir das Ganze ja irgendwie kommunizieren. Wir müssen es irgendwo ablegen können, damit der MetaTrader das weiß, ah, okay, das sind die Daten, die ich also zeichnen soll. Also müssen wir die in den Buffer reinpacken. Und wir sagen in den Zeilen, wie viele Buffer haben wir denn? Wir haben jetzt nur eine Linie, deshalb haben wir nur einen Buffer jeweils. Wenn wir uns mal andere Indikatoren vorstellen, wie ja, Ishimoku-Indikator beispielsweise, da haben wir ja viel mehr Linien im Chart und da ist das Ganze auch komplexer. Also da haben die mehrere Buffer und mehrere Plots. Der Unterschied zwischen Indikator-Buffer und Indikator-Plots liegt eben darin, dass die Buffer nur zu Berechnungen dienen. Es kann sein, dass wir eben eine Zahl berechnen, die wir nicht darstellen wollen. Und dann wird die schon mal darin gespeichert. In unserem Fall haben wir aber auch noch einen Buffer, den wir zeichnen wollen. Und das ist wichtig für Indikator-Plots. Also je nachdem, wie viele Linien ich zeichnen möchte, das wird hier definiert. Und je nachdem, wie viele Indikatorwerte ich berechnen möchte, also Werte im Sinne von auch Linien, aber die nicht angezeigt werden sollen, das wird auch hier festgelegt. So, dann haben wir noch ein paar Eigenschaften, die den Indikator auch weiterhin beschreiben. Auch eigentlich nebensächlich, aber ich würde das Ganze trotzdem nochmal vollständigkeitshalber durchgehen. Wir haben den Namen nochmal, den wir festgelegt haben, Indicator Label. Dann haben wir den Typ, also wir haben ja gesagt, soll eine Linie sein. Dann haben wir die Farbe, soll rot sein. Dann haben wir eben den Stil der Linie, ob das jetzt irgendwie eine gestrichelte Linie sein soll oder einfach eine durchgezogene, normale, solide Linie. Dann können wir Style Solid angeben und die Breite der Linie wird ja auch definiert. Also erstmal alles Properties, Eigenschaften, die beschreibend sind, wie soll unser Indikator aussehen. Und ja, das hat jetzt doch nichts großartig mit der Logik zu tun. Wichtiger Punkt ist aber dennoch, wenn wir jetzt mehrere Buffer hätten, wie jetzt in dem Ishimoku-Indikatoren-Beispiel, dann würden wir diesen Block hier auch öfter haben müssen, weil, wie man schon erkennen kann, Indicator Label 1 steht quasi für den ersten Buffer. Hätten wir eine zweite Linie, dann müssten wir Indicator Label 2 haben, um den zweiten Buffer oder unsere zweite Indikatorenlinie zu beschreiben mit genau diesen Eigenschaften. Also wie soll unser zweiter Indikator bzw. unsere zweite Indikatorenlinie aussehen? Also ein Indikator kann ja auch mehrere Linien haben und diese Sachen beschreibt man in diesem Block. So. Dann kommen wir zu den Parametern. Hier haben wir ja die Periodenanzahl, also wie viele Kerzen sollen wir betrachten für unsere Berechnung. Oder man könnte hier noch mehrere Sachen eingeben. Also alles, was der User im Endeffekt dann eingeben soll, alles, was konfigurierbar gemacht werden soll, das passiert mit den Input-Parametern. Auch zu sehen an dem Schlüsselwort Input, bevor man hier so eine Variable definiert, also unsere Variable int periods ist gleich 14, int steht für ganze Zahlen, hätte man jetzt eine Kommazahl, würde man double nutzen, so wie es hier der Fall ist. Und ich glaube, mehr als diese beiden braucht man jetzt erstmal nicht in dem Indikator. So, jetzt sind wir gleich durch mit dem langweiligen Teil. Wir haben jetzt aber noch den Buffer. Das ist quasi ja, die Variable, wo wir unsere Werte, die wir berechnen, reinschreiben wollen. Und das Ganze ist eben gekennzeichnet mit so eckigen Klammern. Das steht dafür, dass wir mehrere Felder haben. Also es ist ein sogenanntes Array. Und anstatt, dass ich nur einen Zahlenwert darin speichern kann, kann ich in einem Array mehrere Zahlen von dem Typ Double, also Kommazahlen, kann ich in diesem Buffer speichern. Und das Ganze wird eben an den MetaTrader dann übergeben. Das machen wir gleich noch, damit der MetaTrader weiß, ah, okay, alle Zahlen, die jetzt hier drin stehen, die soll ich also irgendwie zeichnen. Die hängen halt zusammen. Das ist mein Indikator,
Da stehen die Werte drin, die gezeichnet werden sollen. Das teilen wir dem MetaTrader mit in dieser Zeile, indem wir das Ganze verknüpfen. Also Set-Index-Buffer von 0 beziehungsweise an 0. Position geben wir jetzt diesen Buffer in die Funktion. Ich glaube, die Zeile, die lasse ich einfach mal unkommentiert, die verwirrt Sie vielleicht nur. Die brauchen Sie auch nicht unbedingt, wenn Sie jetzt, also die wurde ja eh automatisch erzeugt. Aber die Erklärung würde Sie jetzt ein bisschen verwirren. Ich würde sagen, wir kommen jetzt mal zu dem spannenden Teil, zu dem Logikteil, und zwar die OnCalculate-Methode, die quasi jedes Mal aufgerufen wird, wenn der Indikator, wenn der Kurs sich aktualisiert hat. Und das ist jetzt eine sogenannte Methode. Das erkennt man immer an den geschweiften Klammern. Also onInit ist ja auch eine Methode, die wird aufgerufen, wenn der Indikator initialisiert wird. Und onCalculate habe ich gerade schon erklärt, wann sie aufgerufen wird. So eine Methode hat hier in den geschweiften Klammern einen Block, wo man die Logik rein definiert. Und hier können wir jetzt alles reinschreiben, was für die Berechnung relevant ist. Also ich könnte jetzt einfach mal einen Test machen. Es gibt hier so eine Ausgabefunktion, die zeige ich Ihnen mal kurz, printf. Und dann nehme ich hier einfach so eine Variable, die mir zur Verfügung gestellt wird von der Methode onCalculate. Das sind ja alles wichtige Parameter, die ich bekomme, weil sich ja auch die Frage stellt, woher bekomme ich denn jetzt meine Informationen? Also wenn ich was berechnen will, auf welcher Grundlage kann ich das denn machen? Und ich habe hier wichtige Werte wie Open, High, Low, Close Werte, die ich ja quasi ausrechne und daraus dann mein ATR berechne. So, jetzt kann ich in dieser Printf-Methode diese Variablen kann ich mir ausgeben lassen. Da haben wir jetzt einmal den Parameter RateTotal. Das können wir mal kurz kompilieren. Und im MetaTrader hätten wir jetzt schon einen Indikator. Wo finden wir das Ganze? Wenn wir es kompiliert haben, also zu Maschinencode umgewandelt haben, dann kann man das Ganze finden unter Indikatoren. Und wir haben ja diesen Custom-Ordner vorhin angelegt. Löschen wir noch kurz den Supertrend-Indikator. Und jetzt haben wir unseren ersten Indikator, der noch keine großartige Logik hat, aber schon mal diese Ausgabe hat, die quasi jedes Mal aufgerufen wird, wenn der Chart tickt. Also ziehen wir das Ganze mal hinein. Und unter Eingaben, haben wir ja schon besprochen, haben wir diese Periods, die oben definiert sind in dem Quellcode. Und da haben wir als Default-Wert erstmal die 14. So, unser Indikator hat, wie gesagt, noch keine Logik, außer diese eine Ausgabe mit Rates Total. Und man sieht es hier jetzt, dass die Variable Rates Total ausgegeben wird. Da steht jetzt 10.652 drin. Und Rates Total, der Name lässt es schon erahnen, sagt quasi aus, wie viele Kerzen unser Chart jetzt verfügt. Also, wenn wir jetzt über alle Kerzen, also wir könnten jetzt den ATR berechnen von 10.652 Kerzen, wenn wir es wollen würden. So. Oder ja, wir brauchen diesen Wert, der Rates Total, später noch für unsere Berechnung. Ich wollte das jetzt erstmal zeigen, dass wir erstmal einen funktionierenden Indikator haben, also der sich kombinieren lässt. Und unsere nächste Herausforderung ist jetzt der Part der Logik. Und man muss jetzt kurz verstehen, wie das Ganze arbeiten wird, bevor wir jetzt den ersten ATR-Wert berechnen. Das Ganze zeige ich hier mal kurz in einer Folie als Blueprint sozusagen, wo ich 10 Kerzen habe. Und ich möchte jetzt gerne, also ich weiß ja schon die Schwankungsbreite, die ist das High minus dem Low. Und das möchte ich jetzt gerne berechnen für alle meine Kerzen. So. Der Indikator, wenn er aufgerufen wird, dann übergibt er mir erstmal alle Daten, die er hat. Also diese über 10.000 Kerzen
plus die ganzen Open High Low Close Kurse, die schmeißt er mir jetzt alle vor die Füße und ich muss damit jetzt zurechtkommen. Also ich muss damit meine Werte, die ich gerne haben möchte, berechnen. Die Informationen, die können Sie sich quasi so vorstellen. Es ist so, als würde ich eine ganze Tabelle bekommen. Ich habe alle meine Kerzen hier und ich habe die ganzen Open, High, Low, Close Kurse. So, jetzt müsste ich quasi einmal über alle Kerzen rübergehen. Also das Ganze nennt man iterieren und meine relevanten Werte erstmal herausziehen, die ich haben möchte. Ja, also Open, High, Low, Close oder halt High und Low brauche ich ja eigentlich nur. Und das wollen wir im ersten Schritt mal tun. Wichtig ist zu wissen, unsere erste Kerze, von der wir jetzt Informationen bekommen, das ist quasi die Kerze an der nullten Position. So. Und wir wollen jetzt erstmal auf die Kerze an nullter Position zugreifen und danach starten wir eine Art Schleife, eine Iteration, womit wir dann quasi über alle Kerzen einmal rüber iterieren können und dann wollen wir die Werte auslesen, unsere High- und Low-Werte. So, und das machen wir jetzt einmal zusammen. Also, das Ganze kann man abbilden mit einer sogenannten Vorschleife. Und bevor wir jetzt in die Schleife gehen, wir brauchen erstmal unseren Startwert. Also wir haben jetzt unsere Startposition, das ist sozusagen unser Index, also da soll die 0 drin stehen. Und ich sage, unsere Startposition soll da anfangen, wo die letzte Berechnung aufgehört hat, beziehungsweise die Anzahl der bereits berechneten Kerzen. Beim ersten Aufruf ist das Ganze, also steht hier quasi eine 0 drin. Das heißt, in meine Startposition, die ist an Stelle 0, weil bisher der Indikator noch keine Kerzen berechnet hat. Also im ersten Aufruf wurde noch nie eine Kerze berechnet. Im zweiten Aufruf, wenn das Ganze eben nochmal ticken würde, dann würde er sagen, ja, jetzt habe ich dir aber schon einmal alle Kerzen berechnet und er würde die Anzahl der ganzen Kerzen mir zurückgeben. Wenn darüber hinaus nochmal die nächste Kerze abgeschlossen ist im Chart, dann würde man es in Pref Calculated auch sehen. Aber okay, das war jetzt vielleicht auch ein bisschen zu viel. Ich würde sagen, wir schreiben jetzt erstmal unsere Schleife, mit der wir iterieren können. So, unsere Startposition int i ist gleich 0. Und dann sagen wir, wir wollen so lange über die ganzen Kerzen iterieren, bis wir keine Kerzen mehr haben, also bis diese Startposition eben oder bis unser Index, der soll kleiner sein als Rate Total und den Index, den will ich jedes Mal aber auch erhöhen. Das ist die sogenannte ja, Vorschleife, die man hier schreibt. Und alles, was ich jetzt in diese Schleife reinpacke, das wird quasi für jede Kerze darauf angewandt. So, jetzt wollen wir einmal die Ausgaben machen für unsere High- und Low-Kurse für jede Kerze. Also müssen wir quasi in die Schleife reingehen und in der Schleife ist der Aufruf einmal für jede Kerze. Schreibe das erstmal kurz hier runter. So. Und interessant wäre vielleicht auch, den Index sich noch mit ausgeben zu lassen. Genau. Das Ganze machen wir jetzt einmal so. Also das wäre jetzt nur eine Ausgabe. Ich drücke hier mal auf Kompilieren. Und dann gehen wir quasi in unser Fenster, ja, in unser MetaTrader-Fenster hinein. Und man sieht jetzt schon, die Ausgabe, die hat sich aktualisiert. Vorhin hatten wir ja nur diese Rates Total dort zu stehen. Jetzt haben wir die Ausgabe, die wir neu reinprogrammiert haben. Also die Ausgabe von unserem Index. An welcher Kerze befinde ich mich jetzt? Ich iteriere einmal über alle Kerzen rüber. Und jedes Mal, wenn ich an einer neuen Kerze angekommen bin, dann möchte ich mir quasi den Index der Kerze ausgeben. Also an welcher Position ist sie? Und ich möchte gerne den High-Kurs von dieser Kerze mir auch ausgeben lassen.
High sieht man hier an den eckigen Klammern. Das ist wieder ein Array. Und beim Array, habe ich ja vorhin erklärt, haben wir mehrere Daten drin zu stehen. Das heißt, ich muss jetzt auch sagen, an welcher Position, also quasi an meiner, welcher Kerzenposition, von welcher Kerzenposition möchte ich das High haben. Und das wird jetzt hier gerade ausgegeben. Ich könnte hier für die Lesbarkeit nochmal ein Leerzeichen mit reinpacken. Klick auf Kompilieren und man kann sehen, das aktualisiert sich sofort. So. Und in der letzten Zeile, also die Kerzen oder unsere Schleife, die fängt ja eben ganz links an bei der allerersten Kerze im Chart, die wir jetzt hier nicht mal sehen. Da müssten wir halt total zurückscrollen. Und dann gehen wir einmal durch über alle Kerzen, bis wir eben zum Schluss angekommen sind. Also bis wir, bis quasi unser I, unser Index, bis er eben nicht mehr kleiner ist als Rates Total, als unsere Kerzenanzahl. Und wenn er eben größer geworden ist, dann wollen wir die Schleife beenden. Also dann wird keine Ausgabe mehr gemacht. So, und jetzt sieht man hier dementsprechend das Ende der Iteration. Und wir haben hier einmal den Index von 10.651. Vorhin waren es, ja doch, waren auch 10.651. Das heißt, so viele Kerzen haben wir. Und das hier ist die 10.651. Kerze. Und da wird jetzt eben auch das High ausgegeben. So. Und man kann jetzt hier sehen, wir haben jetzt hier die 0,99958 zu stehen. Und wenn wir jetzt einmal uns diese Kerze betrachten, dann kann man in diesem, also hier müssen Sie jetzt mal hinschauen, dann kann man eben sehen, hat man das High von genau dieser Zahl. So, jetzt gehen wir eine Kerze daneben, gucken uns wieder das High an, 0,99992 und man sieht es hier. Also jetzt weiß man schon mal, an welcher Position man ist. Wir wissen, es wird über alle Kerzen rüber iteriert und auch das High ausgelesen. So, heißt quasi, wir wissen schon mal, wie wir an unsere Daten herankommen können. Und ich könnte diese Zeile für die Ausgabe auch einmal kopieren, würde jetzt hier das High mit dem Low ersetzen, also unser Array, auf das wir zugreifen. Da wollen wir jetzt nicht auf die High-Kurse der Kerzen, sondern auf die Low-Kurse der Kerzen zugreifen und schreiben das hier einmal hin, klicken auf Kompilieren. Links wird sich das aktualisieren und dann haben wir eben genau diesen gleichen Effekt, dass jetzt die letzten beiden Zeilen sich auf die letzte Kerze beziehen. Und wir machen die Ausgabe von dem High und von dem Low. So. Okay, jetzt wissen wir schon mal, wie wir an die Daten herankommen. Und jetzt wollen wir das Ganze natürlich noch verwerten, weil wir müssen ja unseren ATR-Wert, den müssen wir jetzt erstmal aus diesen Werten berechnen. Und dann müssen wir es noch in unser Datenarray reinpacken. Und das machen wir, ja, das machen wir wie folgt. Wir nehmen jetzt uns einfach unser Datenarray und sagen, an der Stelle der Kerze, und das ist ja im Endeffekt unser Index, weil wir iterieren ja einmal über alle Kerzen rüber und wir haben ja immer den Index, an welcher Kerze wir uns gerade befinden. So, und jetzt sagen wir, dass wir gehen jetzt mal gerade davon aus, dass wir den ATR oder den ATR von 1 erstmal berechnen, das heißt, unsere Periods von 14, die lassen wir erstmal raus. Das machen wir gleich im zweiten Schritt, diese Dynamik noch hinzuzufügen. Also haben wir gesagt, die Schwankungsbreite für diese Kerze, die berechnet sich aus dem Hoch der Kerze minus dem Tief der Kerze. So. Und jetzt können wir unsere Ausgaben einmal auskommentieren, kompilieren das ganze Programm. Und dann sehen wir schon, dass wir, ja, unsere Linie sich quasi schon mal zeichnet. So. Und wir sehen auch in dem Datenfenster auf der linken Seite, also quasi hier, da blendet sich jetzt gerade Top ATR, genau unser berechneter Wert ein. Und das Ganze ist, wie gesagt, für die jeweilige Kerze. Also unsere 14 Perioden, die sind jetzt gerade noch nicht drinne. Und es würde jetzt auch eine Möglichkeit geben, das Ganze mal zu überprüfen, ob wir da jetzt recht haben, also ob der ATR sich jetzt auch wirklich so berechnet. Und
Man müsste den ATR, also den offiziellen ATR, den könnte man jetzt hier einmal hineinziehen und wir sagen jetzt, wir wollen eine Periode von 1, so wie wir es bisher in unserem individuellen Programm haben und wollen uns das Ganze mal anzeigen lassen. Und jetzt sieht man, der Kurvenverlauf ist jetzt hier der gleiche. Also unsere Formel für die jeweilige Kerze, die scheint hier schon mal zu stimmen. Das ist schon mal ganz gut. Und so haben wir jetzt den Vergleichswert. Man kann auch zurückscrollen. Das heißt quasi, die Grundformel ist da. Und ja, der zweite Schritt wäre jetzt für uns erstmal, wir wollen unsere Perioden ins Spiel bringen, weil aktuell haben wir immer nur das High und das Low der aktuellen Kerze. Aber wir wollen ja von diesem Zeitraum von über 14 Kerzen oder können ja auch 30 sein, je nachdem, was der Benutzer für Perioden, also für die Anzahl der Perioden eingibt, wollen wir den ATR berechnen und davon sollte es der Durchschnitt sein. Und das Ganze würden wir uns jetzt mal im zweiten Schritt dort ranwagen. Und von der Logik her würde ich das vielleicht noch mal kurz erklären. Also, unser Stand ist, diese Kerze, High minus Low, ist klar. Jetzt haben wir aber eine Anzahl von Perioden und sagen wir mal, wir würden zwei Perioden erstmal nehmen, um das Ganze dann halt zu testen. Später können wir was auch immer für eine Zahl eintragen. Und wie die Logik jetzt sein müsste, ist, wir nehmen nicht nur diese Kerze, sondern wir nehmen das High und Low von dieser Kerze und gehen einen Schritt nochmal zurück. Also wir iterieren erstmal, aber in jeder Iterationsstufe müssen wir auch einen Schritt zurückgucken. Und dort natürlich auch das High minus dem Low uns nehmen und als Summe quasi, also aufsummieren. Davon nehmen wir dann, also von beiden Kerzen, das High minus dem Low summieren und dann teilen wir das durch die Anzahl der Perioden. So. Und das ist jetzt unsere kleine Challenge, die wir jetzt erstmal uns nehmen. Also, wir brauchen eine zweite Schleife. Schleife kennen wir schon, machen wir mit vor. Und ja, jetzt brauchen wir eine zweite Variable, die quasi dann zurückschaut. Also für wie viele Kerzen soll ich denn jetzt zurück iterieren? So. Und wir sagen erstmal, unsere zweite Variable, die heißt jetzt einfach mal x. Und die ist erstmal 0, weil, ja, werde ich gleich erklären, warum. Dann sage ich quasi, dass mein x oder ich möchte gerne so lange zurück iterieren, bis ich quasi für jede Periodenanzahl einmal drüber gesteppt bin für die Anzahl der Kerzen. So, also x kleiner Periods. Und ich möchte natürlich mein x inkrementieren. Also ich möchte quasi, dass das x immer höher wird, damit ich nicht nur eine Kerze, sondern dann auch wieder noch eine zweite Kerze oder halt noch eine dritte Kerze, je nachdem, wie hoch unsere Periodenanzahl ist, zurückgehen kann. Dann kommt der Block, wo wir diese Logik hineinpacken können. Und jetzt brauche ich ja sowas wie eine Summe, weil ich muss ja von den Kerzen jeweils die Summe speichern. Also nehme ich mir erstmal oder definiere ich mir erstmal eine Summe, die startet bei 0. Und dann möchte ich gerne, dass die Summe, also dass wir quasi jedes Mal das High und das Low aufsummieren. So, und jetzt nehmen wir uns einmal das High und dann nehmen wir uns das Low und das Ganze in Klammern, weil wir brauchen jetzt das High minus dem Low. Das Ganze kann man sich hier mal kurz kopieren. So, und jetzt ist wieder die Frage, auf welches Datenfeld greife ich denn zurück? Weil ich habe ja jetzt so mein X. Ich weiß quasi, ich bin an Position I, also ich steppe einmal über alle Kerzen rüber, habe dann quasi an dieser Stelle ist mein Wert I der Index. Und jetzt will ich aber von dem I, was jetzt hier beispielsweise die 3 ist, möchte ich aber 1 zurückgehen und meine ganze Schleife von den x-Werten einmal zurückgehen.
Das heißt, ich sage hier nicht Position i, die ich hier rausziehe, sondern i minus x. Also nicht nur die 3 möchte ich haben, sondern ich möchte die 2, obwohl ich den ATR-Wert an dieser Stelle hier berechnen möchte. So. Und das Ganze natürlich mit dem Low auch einmal. Und ja, das hier, dieses Zeichen hier, plus ist gleich, heißt so viel wie die Summe, die bekommt jetzt ihren alten Wert plus den Wert von dem High und dem Low an der Stelle unserer zweiten Schleife sozusagen. Okay. Und ja, dann können wir einmal gucken, ob das Ganze jetzt so hinhaut. Dann haben wir natürlich auch noch eine Anpassung, die wir machen müssen, weil hier unten, also was wir letztendlich dann nicht nur temporär berechnen, sondern was wir dann auch an den Metatrader übergeben, was ja in diesem Buffer hier drin steht, das darf ja jetzt nicht der Wert von der Indexkerze High minus Low sein, sondern es muss ja jetzt dann angepasst werden an die Summe, die wir jetzt ausgerechnet haben, geteilt durch die Anzahl der Perioden. So, und wenn wir das jetzt einmal haben, dann können wir wieder auf Kompilieren klicken. Und man sieht jetzt gerade was Interessantes, und zwar, wir haben jetzt hier einen Fehler geschmissen bekommen. Also diese Fehlermeldung, die sehen Sie an diesem Stoppschild. Und wir bekommen jetzt eine Fehlermeldung Array out of range. Also das heißt, angenommen, wir haben jetzt 10 Kerzen, Kerze 0 bis 9. Und unser Fehler, der kommt jetzt zustande, weil wenn wir an der Kerze 0 sind und wir haben jetzt unsere innere Schleife, mit der wir quasi wieder zurücksteppen, versuchen wir ja quasi auf die Kerze i gleich 0 minus x zuzugreifen. Also x ist erstmal 0, danach ist x1 und danach ist x2. Und das würde heißen, wir versuchen auf den Wert an der Kerze minus 1 zuzugreifen, aber die Kerze gibt es ja gar nicht. Also können wir das auch gar nicht berechnen, und deswegen wird der Fehler geschmissen von dem MetaTrader. Das müsste man jetzt an der Stelle erstmal abfangen, indem wir, ja, wir können jetzt sowas sagen wie, schauen wir mal, if i minus periods. Also wir wollen das Ganze eben nur berechnen. Für alle Kerzen, die quasi außerhalb dieser negativen Range sind. Also wenn wir jetzt an Kerze 0 sind und minus die Anzahl der Perioden, was jetzt in unserem Beispiel eine 2 oder diese 14 halt sein könnte, dann muss der Kerzenindex insgesamt noch über 0 sein, weil ansonsten gibt es die Kerze eben nicht. Und nur dann wollen wir halt diese Schleife einmal durchlaufen. Das heißt, wir müssen das alles in diesen Bedingungsblock hineinschreiben. Zack. So. Können das Ganze kompilieren. Und dann sieht man schon, hat sich das Ganze jetzt geändert. Also ich kann hier nochmal kurz die Ausgabe leeren. Drücke hier nochmal auf Kompilieren. Und normalerweise wäre jetzt der Fehler hier gekommen. Kommt er jetzt aber nicht mehr, weil wir haben dieses Szenario abgefangen, wo wir diesen unerlaubten Zugriff machen. Und ja, jetzt haben wir auch gesehen, die Zeichnung hat sich aktualisiert. Also der ATR-Wert wird jetzt nicht mehr nur an der Stelle der aktuellen Kerze berechnet, also mit den Werten der aktuellen Kerze, sondern durch unsere neue Schleife steppen wir quasi von der Kerze halt die Anzahl der Perioden zurück, die wir festgelegt haben. Und ich würde das für den Anfang jetzt einfach mal die 2 als Perioden angeben, damit wir so ein einfaches Vergleichsbeispiel haben. Gehe dann hier quasi, ich mache mal kurz die Aktualisierung, ganz kleinen Moment. Hier, dass wir quasi den Indikator nochmal neu geladen haben.
gehe mit Steuerung I in mein Indikatoren-Menü, klicke dann auf Eigenschaften und hier habe ich ja meine Anzahl der Perioden, die ich geben kann. Hier möchte ich jetzt gerne eine 2 eintragen, um zu sehen, wie ist die ATR von 2. Und in meinem offiziellen ATR-Indikator, den möchte ich jetzt zur Abprüfung haben, also um zu gucken, liege ich da jetzt überhaupt richtig mit dem, was ich programmiert habe, muss ich dann natürlich auch die 2 eintragen, damit ich die Sicherheit habe, okay, sieht gleich aus, habe ich jetzt verstanden. Also wenn man jetzt einen kompletten neuen Indikator entwickelt, braucht man natürlich den normalen ATR nicht, weil ja, der ist ja schon da. Aber bei uns geht es ja jetzt gerade ums Verständnis, um zu gucken, stimmt das überhaupt, was ich hier gerade erzähle? Und ja, man kann es sehen, die Anzahl der Perioden, die oder die Berechnung mit den Perioden, die ist jetzt hier drin und das stimmt soweit. Also das sieht identisch aus. Können wir nochmal den Test machen, vielleicht mit der 14. Ob das auch gleich aussieht. Ja, und es ist soweit jetzt erstmal dynamisch. Also das sieht gut aus für uns. So, jetzt kommt noch ein letzter Clou, den ich Ihnen gerne verraten würde für die Entwicklung. Also ich hoffe mal, dass es alles ganz gut nachvollziehbar war. Falls nicht, können Sie gerne natürlich Fragen stellen. Und es gibt eine Sache, die wir jetzt noch nicht beachtet haben. Das würde ich gerne mal zeigen. Wir sind gerade auf dem Zeitintervall H1 und ich wechsle jetzt mal zum Zeitintervall M1, damit es klar wird, was ich gerade meine. Und wir brauchen jetzt, einen Markt, der tickt. Okay, der Markt tickt jetzt. Hat sich gerade aktualisiert, aber wir brauchen mehr Ticks. Ansonsten passiert hier gerade nicht das, was ich gerne zeigen möchte. Mal auch mal gucken. Gibt es hier gerade was, was viel tickt? Also Euro, US-Dollar sind wir schon drauf. Ja, ist gerade alles am Schlafen. Also worauf ich gerade eigentlich hinaus will, vielleicht kann man das auch so nochmal sehen. Mache hier mal das Datenfenster daneben. Und wir vergleichen jetzt mal die Werte von unserem Top-ATR-Indikator, unserem Custom-Indikator, mit dem Wert von dem ATR-Indikator für die letzte Kerze. So, das sieht man quasi in diesem Abschnitt hier, hat man die beiden Werte. Und man kann sehen, für die letzte Kerze, da gibt es einen Unterschied von dem Wert. Also da scheint die Berechnung irgendwie nicht ganz so hinzuhauen. Ja. Und unsere Logik, die ist bisher erstmal nicht falsch, aber die ist noch nicht komplett. Eine klitzekleine Kleinigkeit fehlt hier sozusagen noch. Und zwar, ich habe Ihnen ja schon gesagt, beim allerersten Aufruf von der OnTick-Methode, da ist es eben so, unsere Rates Total, die wären in dem Beispiel jetzt 10 oder MetaTrader halt bei über 10.000, die Anzahl der Kerzen. Und dann teilt er uns ja noch mit, für wie viele Kerzen er den Indikator schon mal aufgerufen hat. Beim ersten Aufruf ist es eben diese 0 hier, weil noch gar keine Kerze berechnet wurde. Jetzt kommt eben der zweite Aufruf. Und was sich verändert hat, sind die Anzahl, für wie viele Kerzen er das Ganze schon mal berechnet hat. Und das Ganze ist in dem Fall halt 10 oder in dem anderen Beispiel wieder diese 10.500. So. Wenn wir jetzt in den Quellcode einmal reingucken und wir haben ja in der Zeile 51 hier, die Zeile, die ich jetzt unterstrichen habe, legen wir ja fest, wo unser Startwert ist. Das ist im Normalfall, also beim ersten Aufruf, soll es ja die nullte Position sein. Es wurde noch keine Kerze berechnet. Pref calculated ist 0. Also soll Start gleich 0 sein. So. Wenn wir uns jetzt aber vorstellen, dass wir den zweiten Aufruf haben und sagen wir mal 10 Kerzen schon berechnet worden sind,
Dann würden wir sagen, unser Startwert ist jetzt die 10. Jetzt haben wir aber ein kleines Problem, weil die 10, die wäre eigentlich hier. In der Informatik fängt man ja immer bei 0 an zu zählen. Und entsprechend würden wir jetzt auf die 10. Kerze zugreifen, die jetzt aber noch gar nicht da ist sozusagen. Und er schmeißt hier keinen Fehler, aber er gibt hier quasi keine Daten an und zurück. Es führt im Endeffekt zu einem Fehler beziehungsweise einer unerwarteten Handlung. Also auf den ersten Blick sieht man das vielleicht so gar nicht, aber er tut eigentlich nicht das, was er jetzt tun sollte, weil er greift auf die falsche Kerze zu. Und wir brauchen eigentlich nur noch eine Zeile, um das zu beheben. Und zwar sagen wir jetzt, wenn die Anzahl unserer vorherigen berechneten Kerzen oder Kerzen, die wir schon mal alle durchlaufen haben, wenn das die Anzahl ist unserer all unserer Kerzen, die wir haben, dann wollen wir halt vermeiden, dass wir nicht an Position 10 starten, also einen zu spät, sondern wir wollen an unserer letzten, also an der Kerze, die jetzt noch offen ist, die letzte Kerze, die wir haben, an der wollen wir jetzt unsere Berechnung durchführen, also auch die ganze Logik einmal durchlaufen. Und das macht man dann einfach, indem man Start einmal runtersetzt, also einfach eine 1 abzieht. Das ist hier die gleiche Schreibweise, wie man könnte auch sagen, Start ist gleich Start minus 1. Also anstelle von 10 soll er halt einen 9 halt berechnen. Wir ziehen einfach 1 ab und dann greift er auf die letzte Kerze zu. Was ich vorhin kurz zeigen wollte, das sieht man auch hier jetzt. Na, wir haben hier so einen Knick, der ist in dem normalen ATR ist es nicht da. Es sieht hier leicht anders aus und das wollen wir jetzt beheben, das Problem. Also diese Zeile haben wir geschrieben, wir kompilieren das Ganze und jetzt sieht das Ganze auch erstmal wieder gleich aus und wir würden auch sehen, dass wenn jetzt die aktuelle Kerze, wenn da jetzt Ticks reinkommen, dann nimmt er halt als letzte Kerze auch die richtige Kerze, um sich dort die Werte rauszuziehen und es letztendlich in den ATR-Buffer reinzuschreiben. So, und dann haben wir alles abgedeckt. Okay, das war jetzt erstmal das Grundverständnis von wie programmiere ich Indikatoren. Also Takeaways auf jeden Fall. Wir wissen, wir haben hier so eine ganz lange Datenserie mit Kerzen. Wir haben hier verschiedene Arrays, also einmal High Array, Low Array und wir müssen einmal über diese ganzen Arrays rüber iterieren. Wir haben hier quasi eine Schleife. Das ist die äußere. Und wir haben auch eine innere Schleife, die uns dazu hilft, dass wir von der Kerze, die wir jetzt gerade in unserer übergeordneten Schleife berechnet haben, dass wir halt zurücksteppen können. Und so ist das Ganze, ja, wie man es eben abbildet. Und so kann man ziemlich einfach Indikatoren entwickeln, also auf jeden Fall Basic-Indikatoren. Schon alleine, wenn man mal so drüber nachdenkt, der SMA beispielsweise, der ist ja auch sehr ähnlich. Also ich müsste hier wahrscheinlich gar nicht viele Änderungen machen, um den SMA zu berechnen. Hier müsste man wahrscheinlich, kann man kurz gucken, den Indikator sagen, dass es nicht in einem separaten Fenster sein soll, sondern eben in dem Chart-Window soll das gezeichnet werden. Und die Logik ist auch fast die gleiche, nur dass wir halt die Summe berechnen würden von dem Close. High und Low brauchen wir hier eigentlich nicht. Mal gucken, ob das jetzt so auf die Stelle hinhaut. Und dann die Summe durch die Perioden. Mal gucken, ob das irgendwie klappen würde. Hier, der ist jetzt gerade noch in dem falschen Fenster. Das Ganze nochmal kurz weg. So, und jetzt, wie man sieht, haben wir mit ein paar wenigen Änderungen in den Zeilen aus dem ATR einen SMA quasi gemacht, wo einfach der Close genommen wird und da der Durchschnitt berechnet wird. Also die Summe der jeweiligen Kerzen, die Anzahl der Perioden sozusagen, also die Close-Kurse davon summiert
geteilt durch die Anzahl der Perioden. Und das ist die Formel, die aus ja, die quasi Grundlage für die Berechnung des Simple Moving Averages ist. So. Und that's it. Ich hoffe mal, dass das alles so verständlich war. Viele Fragen wurden heute nicht gestellt. Ich habe auf jeden Fall mit ein paar mehr gerechnet. Aber Sie können mir gerne mal ein bisschen Feedback geben, ob das so verständlich war oder welche Stellen vielleicht nicht so gut zu verstehen waren. Und ja, für wen das Thema kompliziert ist oder zu kompliziert ist, wer jetzt sagt, war ein schöner Einblick, aber das ist mir zu hoch oder ich möchte mir die Arbeit nicht machen, der ist natürlich herzlich dazu eingeladen, auf unsere Webseite vorbeizuschauen, top-trading-software.de, und hier können Sie uns natürlich direkt buchen, also einfach einen Telefontermin vereinbaren und dann werden wir einfach besprechen, was wollen Sie haben, ist es so umsetzbar und natürlich auch, wie wir das Ganze entwickeln werden mit Ihnen zusammen, und dann müssen Sie keinen Finger krumm machen, können einfach Ihre Software oder Ihr Handelssystem, was auch immer Sie wünschen, einfach von uns entwickelt bekommen. Ja, okay, dann bin ich am Ende angekommen. Und ja, Florian, hast du das so verstanden oder war das vielleicht ein bisschen zu komplex? Kannst du mir gerne auch mal ein Feedback geben. Also ich bin absolut kein Programmierer und ich werde damit, glaube ich, auch niemals warm werden. Das ist aber einfach so, wie ich gestrickt bin. Von daher, wenn ich einen Indikator bräuchte, dann würde ich dich beauftragen. Ist auch nicht schlecht, kann man auch machen, ja. Also mit dem Programmieren ist ja sowieso immer, entweder man ist dafür gemacht oder halt nicht. Aber ja, wird aber man eben ja, dann herausfinden, so wenn man genau, ist, wenn ist ja gut, einen Einblick zu kriegen. Ne? Das erste Feedback ist auch schon, danke fürs Webinar, aber ist einfach zu komplex. Ja, von daher, dem würde ich mich anschließen. Okay. Nee. Ja, kein Problem. Sehr gut, dann ich danke dir natürlich fürs Webinar. Wenn die Teilnehmer Fragen darüber hinaus haben, können sie dich natürlich immer gerne kontaktieren. Du stehst da, denke ich mal, immer offen gegenüber, gerade wenn sie irgendwie eine Individuallösung brauchen oder sowas. Genau, gut, dann würde ich sagen, vielen Dank, Manuel. Vielen Dank an die Teilnehmer. Und wie immer, gesund bleiben, auf die Positionen aufpassen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao. Ciao, ciao, macht's gut.